Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer neuen Folge On The Road und ich bin immer wieder sehr fasziniert, dass Pujan jedes Mal überrascht ist, wenn ich so reinkomme. Hallo, hallo, hallo und er denkt, das wäre so laut. Genauso laut wie am letzten Mal. Egal. Wie die letzten tausend Male. Wir haben heute wieder ein tolles Thema mitgebracht, weil wir sind auf dem Weg gen Süden, ne? Und im Süden ist ja immer lustig und deswegen haben wir gedacht, Mensch, da haben wir doch, was hast du eigentlich dabei? Ja, faszinierende Nachricht. Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, im Süden kannst du dich vergnügen. Vergnügen? Ja, deshalb ist das immer so lustig im Süden. Ja, ja. So. Winzigkeit kennt keine Grenzen, sagt man ja. Genau. Frisches aus der Trikatellfabrik. Der Innenminister Jäger, also unser Innenminister, nicht der Jäger, der Innenminister jagt. Also es ist kein Innenminister Jäger, sondern es ist der Herr Jäger, der unser Innenminister ist. Innenminister Jäger wäre aber nicht von diesem Land. Ich glaube schon. Von Nordrhein-Westfalen. Also, ach so, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Ja. Aha, okay. Also nicht der Jäger von Nordrhein-Westfalen. Ja, Nordrhein-Westfalen hat sicherlich mehr Jäger. Alter! Ja, bitte. Gut. Er hat gesagt, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen und wer bezahlt die? Nein, ja. Er hat gesagt, wer Burkas verbietet, muss auch Nikolaus-Kostüme verbieten. Richtig! Also er ist der Meinung, wer sagt Burkas weg, der muss auch dafür sorgen, dass sämtliche Nikoläuse ohne Bart und ohne Mütze und ohne Augenbrauen und so weiter. Oder Fasching darf man sich auch nicht mehr maskieren. Und das hat die radikal-islamistischen Gedönse da, ja. Ne? Die haben das direkt zum Grund genommen. Um zu sagen, Batman wäre zum Islam konvertiert. Ja. Ja, ist ja auch so. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ja, ich glaub, es ist so. Also die Hälfte der Marvel- und DC-Helden sind sozusagen zum Islam konvertiert. Aber nur die andere Hälfte? Die andere Hälfte zieht Burkas an. Aha, okay. Alles klar. Ist ja klar. Ja. Vor ein paar Jahren, als dieses Attentat war bei diesem, in Paris da, dieses Ding da. In der Disco? In der Disco und dann in der ganzen Stadt da der Rest. Ne? Da war kurz darauf, war... glaube ich, ich weiß nicht, ob es kurz darauf war, ich bin ja nicht ganz sicher, ob es damit verknüpft war, auf jeden Fall irgendein Attentat. Oder ob das überhaupt einen Zusammenhang hat. Jedenfalls war ich dann auf einer Faschingsparty. Hi. Und auf dieser Faschingsparty war ein Typ, der hatte sich so GSG-9 mäßig vermummt, also ja. So dieses Kostüm, GSG-9 Kostüm gehabt und ein Maschinengewehr, ja. ein Plastikmaschinengewehr ja. dabei gehabt. Das sah aber täuschend echt aus. Ja. War schon komisch. Den dann da so rumlaufen zu sehen, weil du wusstest nicht genau, was ist das für ein Typ? War schon eigenartig. Aha. Muss man schon sagen. Also von daher kann ich das mit dem Nikolaus Bärten und Kostüm kann ich das nachvollziehen, weil es ist genauso käsig wie Burka. Jetzt ist es ja auch folgendermaßen, wenn man sagt Burka und Terrorismus, ja, was ja totaler Bullshit ist. Ja. Was ist denn, nee, das ist ja, ich meine, als es gibt saudumme Terroristen. Stimmt. Aber selbst die sind nicht so blöd, um sich vor einem Anschlag eine Burka überzuziehen. Vor allem, es gibt wirklich saudumme Terroristen, aber selbst die saudummen sind nicht so doof, jedes Mal einen Ausweis zu verlieren. So nebenbei. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du nicht verstanden? Nee. Okay, alles klar. Gut. Ja. Das ist so ein interner, so ein, muss man sich mal mit der ganzen Materie mal beschäftigen. Ja, die, was hast du mit den Burkas nochmal? Was war bei dir saublöd, was? Schon vergessen. Du hast mich komplett aus der Spur gebracht. Ja, genau. Ja. Also, Burkinis, was hältst du davon? Burkinis? Ja. Sind das so kurze oder was? Das ist untenrum nackig, aber hier Kopf ist verdeckt. Nee, das sind diese Burkas zum Baden gehen, glaube ich. Diese Badeanzüge mit Burkinis. Ja, kann doch jeder machen. Ist alles gut. Da kann man aber auch als Nikolaus. Also, dann muss man auch wieder sagen, okay, jetzt für das Christentum auch eine Lanze brechen. Ne? Ja. Also, den Michael Lanz. Wie heißt er? Markus Lanz brechen. Michael Lancelot. Und dann dürfen auch Nikoläuse ins Wasser. Also, wie man sich darüber aufregen kann, ob jemand mit einem Burkini, mit Badeschlappen oder mit kurzen Badehosen oder sonst irgendwas ins Wasser geht und da schwimmt. Also den gehört mal links und rechts eine geknallt. Und zwar mit einer Schweinesalami. Mit einer Schweinesalami. Ist scheißegal, mit was für einer Salami, aber mit einer Salami. Also lass sie doch schwimmen.
Mit der Burkini. Ist okay. Ich habe dich vor, sie aufzuhalten. Lass die doch schwimmen, Pujan! Das war es wieder hier live aus dem Schoki-Banoki-Mobil. Schaltet das nächste Mal besser nicht ein, wenn das wieder halt, ist halt nass, das ganze Zeug. Macht's gut. Was soll's? Ist ja egal. Also ehrlich, wir sehen uns. Tschüss. Manchmal ist es ja wirklich eine